Das Thema: Was ist der Sinn des Lebens? Und ich denke, dass uns das vielleicht eine Hilfe sein könnte, denn wir hören ja Gottes Wort und Gottes Wort kommt nie leer zurück. Und deswegen ist das Thema, das von vielen gestellt wird, ein wichtiges Thema. Was ist der Sinn des Lebens? Ich lese dazu ein paar Verse. Und zwar aus dem 16. Kapitel des Markus-Evangeliums, von Vers 1 an. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalene und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Spezereien, dass sie kämen und ihn salbten, nämlich den toten Jesus im Grab. Und sehr früh, am ersten Wochentage, kommen sie zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war, und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wälzen? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt ist, denn er war sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen Jüngling zur Rechten sitzen, angetan mit einem weißen Gewande, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen: Entsetzet euch nicht, ihr suchet Jesum, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber gehet hin, saget seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Daselbst werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Als er aber früh am ersten Wochentage auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalene, von welcher er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, welche trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Nach diesem aber offenbarte er sich 2 aus ihnen in einer anderen Gestalt, während sie wandelten, als sie aufs Land gingen. Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen. Auch diesen glaubten sie nicht. Nachher, als sie zu Tische lagen, offenbarte er sich den 11 und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in die ganze Welt und prediget das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammet werden. Soweit Gottes Wort. Ihr Lieben, was ist der Sinn des Lebens? Eine unheimlich wichtige Frage, eine Frage von allergrößter Tragweite. Denn ohne die Frage zu klären, ist unser ganzes Dasein, unser ganzes Leben Unsinn. Und wir kommen an Sinnfragen ja ohnehin nicht vorbei in dieser Welt, schon gar nicht an der Sinnfrage unserer Existenz und unserer Zukunft. Und das ist die allerwichtigste. Jeder sinnlose Einsatz von Energie ist Verschwendung. Und von Verschwendung kann auf Dauer keiner leben. Wir merken das als Wohlstandsgesellschaft. Wir sind eine Verschwendergesellschaft und wir sind sehr schnell dabei, unsere eigene Wohnstätte so auszubeuten, dass sie in paar Jahrzehnten wirklich ausgebeutet ist und keine Lebensmöglichkeiten mehr sind. Wir sind dankbar, dass Gottes Programm die Sache dann auch abändern wird. Aber wenn wir so weitermachen, dann haben unsere Kinder
und vielleicht die Enkelkinder keine Zukunft mehr. Wir müssen uns das mal sagen. Wir leben jetzt wie auf einer Insel der Seligen, weil wir hier ein Plätzchen Erde haben noch, wo es uns äußerlich so wohl geht. Da hätten früher die Fürsten von geträumt. Aber das bleibt nicht so und das kann jeder sich an fünf Fingern abzählen. Und die Wissenschaftler, die machen ja schon darauf aufmerksam. Jedes Projekt, was gemacht wird, beginnt doch immer mit der Sinnfrage. Wäre es sinnvoll, in der Sahara eine Talsperre zu bauen? Ganz gewiss nicht. Warum nicht? Weil weder Wasser dort ist und auch die Menschen fehlen. Sahara ist ja eine Trockenlandschaft, das wissen wir alle. Also das würde niemand machen. Ist es wirklich sinnvoll, Gold und Werte zu horten und dann vielleicht Hungers zu sterben? Es gibt Leute, die haben sich unsinnig angelegt. Ich weiß, dass ein alleinstehendes Ehepaar, war Bruder und Schwester, sie lebten zusammen, waren beide nicht verheiratet. Und sie galten in unserer Stadt als sehr arme Leute. Sie wurden von vielen, vielen Menschen bedauert. Wo immer sie aufkreuzen beim Einkauf oder wo immer, allen taten diese beiden Leute leid. Arme Leute. Und wisst ihr, als der letzte von den beiden gestorben war, und den Mann vom Beerdigungsinstitut, den kenne ich sehr gut, der machte dann, weil er Unterlagen brauchte, machte dann den Kleiderschrank auf, und da fielen ihm einige Säcke voll Hartgeld entgegen, so dass es ihm direkt ungemütlich wurde, und er holte dann irgendjemand Bekanntes aus der weiteren Verwandtschaft und sagt, ich möchte hier das nicht alleine machen. Und wisst ihr, was war? Der aus der weiteren Verwandtschaft, der hat sich nicht groß um was gekümmert, so flott konnte man kaum sehen, wie der die Säcke in sein Auto schleppt und fuhr weg damit. Das waren die armen Leute, die fast am Hungertuch nagten, die aber Geld gehortet hatten, dass sie jedes Jahr ein paar brillante Urlaubsreisen hätten machen können. Sie hatten sich einfach sinnlos in etwas verliebt, was ihnen das Leben schwer machte und sie am Ende daran zugrunde gingen. So was kann man machen. Das ist natürlich Sinnlosigkeit, natürlich. Noch sinnloser ist, wenn wir ein Leben ohne Gott leben, weil es ja ohne ihn überhaupt gar kein Leben gibt. Solange du nicht zurückgekehrt bist in die Gemeinschaft mit Gott, vegetierst du ein paar Jahre auf dem toten Acker ab, aber du kannst nicht von Leben sprechen. Denn das Leben ist ja Christus. Und nur wer ihn hat, hat das Leben. Der bekommt nämlich Lebensüberfluss, Lebensfreude, Lebensqualität, Lebensfülle. Alles das habe ich gar nicht ohne ihn. Und ich habe auch keine Zukunft und kein Vaterhaus ohne ihn. Und ich denke, die Frage ist doch wirklich überdenkenswert und deswegen wollen wir sie nicht gleichgültig zur Seite schieben. Es wäre doch ganz gewiss nicht mehr sinnvoll, wenn ein Professor eine Operation durchgeführt hat, unglücklicherweise stirbt auf dem Operationstisch bei der Operation der Patient, wenn dann der Professor, nachdem der Patient tot ist, hergeht und versucht, mit einer Kosmetiknaht nun den aufgeschnitzten Bauch zuzumachen. Das kann er sich sparen. Das wird er auch gar nicht tun, weil das sinnlos wäre. Das macht er einfach nicht. Aber ich denke, wenn man so ein paar Punkte antippt, dann merken wir, was nicht alles sinnlos in unserem Leben sein kann, ohne dass wir einmal darüber richtig nachgedacht haben. Ist es denn sinnvoll, den Tod verdrängen zu wollen, der so sicher wie 2 mal 2 = 4 ist, uns auf den Fersen ist? Das ist doch nicht sinnvoll, das ist Unsinn. Das ist Kurzsichtigkeit. Deswegen sagt doch der weise Mose in Psalm 90, Herr, lehre uns bedenken, ich zitiere es nach Luther, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.
Wer sind denn die klugen Leute, die 12 oder 14 Semester studiert haben? Nein, die können ganz unsinnig leben, sondern klug meint Mose die, die heute und jetzt für die Zukunft Vorkehrungen getroffen haben, nämlich was kommt nach der Todeslinie, die ich ja einmal überschreiten muss. Sei es heute, morgen, übermorgen oder in ein paar Jahren, das wissen wir nicht, aber dass sie kommt, das wissen wir. Leider gibt es auch viele, viele andere Denkmodelle, die alle unbefriedigte Antworten geben, wenn es um die Sinnfrage geht. Heute die Menschen in unserem Volk halten Wohlstand, Vermögensbildung, berufliche Karriere für das Einzige, was sinnvoll ist. Darüber hinaus denken sehr wenige. Manchmal denke ich, denken die Bundesbürger überhaupt noch oder werden sie gedacht? Ich denke, die alle vorm Pantoffelkino sitzen, werden so manipuliert, dass sie überhaupt nicht mehr denken müssen, das ist so angenehm. Aber wenn wir hier nicht aufpassen, das über eine lange Zeit machen, haben wir am Ende nur noch einen Kopf zum Rindfleisch essen. Und den haben wir nicht bekommen, sondern wir haben einen Kopf zum Nachdenken, nämlich die Sinnfrage zu klären. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das endlich einmal tun sollten. Andere sehen den Lebenssinn in Bewusstseinserweiterung. Und das macht man heute durch Rauschmittel. Und ich denke, wer heute die Nachrichten gehört hat, im letzten Jahr haben sich die Sucht und damit die Drogentoten verdoppelt. Ihr Lieben, das ist erschütternd. Wir wissen in unserem Wohlstandsland nicht mehr, wie wir die Dinge in den Griff bekommen sollen. Das heißt, es geht so bergab und der Teufel weiß, was er tut. Der hat solch eine abschüssige Straße in Richtung Hölle gebaut, die zwar noch einen religiösen Bürgersteig hat, auf dem manche fromme Leute fröhlich zwitschern und doch nicht ahnen, dass Ende Hölle bedeutet. Und wisst ihr, diese abschüssige Straße in Richtung Hölle, die hat der Teufel, ich hätte beinahe gesagt, mit Schmierseife eingerieben, dass es auch noch schnell runtergeht. Und die Abwärtsentwicklung, ich denke, die können wir alle erkennen. Wieder andere schließen sich Programmen und Denkmodellen an, namhafter Denker, Philosophen oder Volkswirtschaftler, wie zum Beispiel Marx, Engels, Lenin. Nun, da sind wir jetzt alle ein bisschen hellhörig geworden. Die hatten ja Millionen und Abermillionen Nachfolger. Und nachdem die nun gerade vor unseren Augen so eine schreckliche Bruchlandung gemacht haben und die, die sich die Denkmäler gebaut haben, heute vom Sockel gestoßen werden, müssten uns auch alle aufgehen, dass da nicht die Sinnfrage zu lösen war, sondern das war der größte Rechenfehler aller Zeiten. Und auch nirgendwo haben wie gerade im Arbeiterparadies die Leute auf solchem Tiefstand gelebt, wie da, wo sie eigentlich Paradies versprochen gekommen haben. Ich weiß nicht, wie lange es bei uns dauert, bis dass wir endlich einmal unser Gehirn einschalten, denn das hört ja auch dazu, die Sinnfrage zu klären, und das sollten wir schleunigst tun, denn wir sind näher dem Verderben, wie wir alle ahnen. Wir sind am Weltenabend. Es wird nicht mehr lange eingeladen, davon bin ich überzeugt. Das nächste große Weltereignis, und wir kommen noch darauf, ist die Heimholung der Leibesgemeinde. Und zur Leibesgemeinde hören alle Wiedergeborenen in allen Institutionen und Denominationen, wenn sie wahrhaft wiedergeboren sind. Aber in vielen Institutionen gibt es eigentlich mehr oder weniger nur Formchristen, die keine Wiedergeburt kennen. Und das ist das Problem. Warum? Weil nicht über Buße gesprochen wird. Der Jesus sagt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle umkommen. Es wird niemand einmal durch die Perlentore in Gottes Herrlichkeit einmünden, der nicht hier auf der Erde die Kapitulation unter dem Kreuz durchgeführt hat. Das heißt, Buße getan hat vor dem Weltenheiland. Denn wir alle, ohne Ausnahme, die wir hier sitzen, wir sind alle Mörder des Schöpfers. Wenn Paulus recht hat, dann sagt er, Gott legte unser aller Sünde, deine und meine, auf ihn. Also starb er nach Römer 6,23, der Lohn der Sünde ist der Tod, starb er den Tod, den du verdient hattest. Also haben wir Hand an den Schöpfer gelegt. Wenn das unsere Herzen nicht aufweicht, wenn wir da nicht einmal stille stehen und kapitulieren,
dann werden wir die Sinnfrage für unser Dasein und unsere Zukunft nie klären. Und ich wünschte sehr, Gott würde uns das heute schenken. Wie viele hängen an Nietzsche, an Camus, an Lessing, an Goethe? Das sind ihre Ideale, ihre Vorbilder. Aber ihr Lieben, können wir denn mit solchen Vorbildern leben? Ich will nur den Goethe herausgreifen, der uns ja allen gut bekannt ist, dieser große, begabte Denker. Und jedes Mal tut's einem im Herzen weh, wenn man sein Ende anschaut. Der Mann sagte in Bezug auf sein Ende, ich habe im Leben Glück gehabt, doch glücklich bin ich nie gewesen. Wenn ich alle Stunden echten Wohlbehagens zusammen addiere, kommen keine 3 Tage raus. Goethe sagte am Ende seines Lebens, ach, ich bin des Treibens müde, was soll all der Schmerz, die Lust? Süßer Friede, komm, ach komm in meine Brust. Er kam nicht, warum? Die Theologie des Kreuzes störte ihn. Er konnte mit seinem begabten Kopf die Blutstheorie nicht stehen lassen. Er hat sich an diesem Sterben des Gottessohnes wundgerieben. Hätte er doch gesagt, dich brauche ich, Herr, alle Zeit, du gnadenreicher Herr. Dann wäre Goethe in einem anderen Ende nach Hause gegangen, aber er hat nicht mal als begabter Denker die Sinnfrage seiner Ewigkeit geklärt. Deswegen starb er in Weimar in seinem Sterbezimmer und schrie verzweifelt nach mehr Licht, und dann war sein Licht erloschen. Wieder andere behaupten, in der Annahme oder Übernahme religiös-philosophischer Gedanken den wahren Lebenssinn gefunden zu haben. Ihr Lieben, alles das hilft nicht weiter. Das sind alles Teufelstricks, die er versucht, dem Menschen vorzugaukeln, die uns niemals ans Ende bringen und zum Ziele bringen. Das Ergebnis dieser Verhaltensweisen endet in der Nebelwand des Relativismus, und am Ende stehen wir mit leeren Händen vor dem Gott, der uns zur Rechenschaft ziehen wird, und wir haben unsere eigene Ewigkeit kaputt gemacht, weil wir nicht einmal bereit waren, den Lockruf des liebenden Gottes, der die höchste Investition gegeben hat zu unserer Seligkeit, nämlich die Gabe seines Sohnes. Und Gott hat uns wahrlich lieb. Das haben wir vorhin aus Römer 5 eindeutig und klar hören können. Wir stehen immer wieder, egal wie wir uns drehen, vor der unausweichlichen Frage, die Siegfried vorhin schon gesagt hat, woher komme ich, wozu lebe ich, wohin gehe ich? Wisst ihr, diese Frage ist nur bei Menschen. Und wir sind nicht in der Evolution Menschen geworden, sondern Gott schuf uns in seinem Bilde. Und wir sind die Schöpfungskrone von Gott geadelt mit einem freien Willen. Und deswegen sollten wir aufhören, uns am laufenden Band selber zu betrügen und zu belügen. Denn keine Kuh auf der Weide bewegt die Sinnfrage, sondern die ist da, Milch zu geben, und wenn sie nicht mehr genug Milch gibt, muss sie Fleisch liefern. Und damit ist das abgegolten. In der Tierwelt gibt's das einfach gar nicht. Und da müsste man sich fragen, wo hat sich denn die Sinnfrage in der Entwicklung dazu geschlichen, dass wir sie haben? Die Bibel sagt ganz klar, Gott schuf uns und hat Ewigkeit in jedes Herz gelegt. Das ist ja auch so schwer, von Gott loszukommen. Wie will man denn von Gott loskommen? Du hast doch Gottes Ewigkeit in deinem Herzen. Du trägst doch seinen Lebensodem. Du bist doch für die Ewigkeit bestimmt. Denn die, die an Jesus Christus und seinem Heil vorbeileben, ist ja nicht, als wenn mit der Todesstunde alles vorbei wäre, wie viele sagen. Da wird nur die äußere Hülle, die sichtbare Hülle, der Leib, sagen wir, in die Erde gebettet. Der unsterbliche Teil, der ewig lebt, geht entweder ein in die Gottesferne oder in die Heimat Gottes. Gibt nur 2 Aufenthaltsorte für die Ewigkeit. Und wir müssen uns das einmal selber klären für uns in der Sinnfrage, die wir ja doch alle haben. Wo werde ich denn die Ewigkeit zu bringen? Ihr Lieben, diese Frage ist eine lebenswichtige Frage. Es gibt überhaupt nichts, was wichtiger wäre zu klären, wie gerade diese Frage. Und wie furchtbar ist es,
wenn wir das einzige Leben, was wir haben, o Menschenkind, sei weise und wuchere mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise. Lass eine gute Spur zurück. Lass dich nicht von irreführenden Gedankengängen in eine falsche Richtung bringen. Es gibt keine Wiederverkörperung, wie viele meinen, sagen zu müssen. Und dass man das nachher beim Wiederkommen auf die Erde dann haben wird, was man an Leistung und Gutem getan hat. Ihr Lieben, sowas gibt es nicht. Es gibt keine Seelenwanderung. Sondern es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und etwas anderes kennt Gott nicht und sagt Gott nicht. Und zu sagen hat immer noch der lebendige Gott und nicht Hinz und Kunz. Also von da aus müssen wir uns nach Gott richten. Wir sollten einfach daran denken, wenn mein Leben falsch gelebt ist, dann habe ich hier mich um das Beste betrogen in meinen Erdentagen. Und der Endbetrug würde mir dann klar werden in einer verlorenen Ewigkeit. Und ich denke nicht, dass einer so grausam und unbarmherzig gegen sich selber sein könnte, dass ihm diese Sinnfrage gleichgültig wäre, sondern wir wollen doch wissen, was Sache ist. Wir haben eine furchtbare Abwärtsentwicklung. Ihr Lieben, ich will nicht aufzählen jetzt, weil es einfach zu weit führen würde. Ich habe mir einige Daten aufgeschrieben, wie in 30 Jahren sich die Kriminalität, die Morde, die Betrügereien, die Suchtgefahren, wie die sich rasant entwickelt haben, dass einem der Atem stockt und man fragt sich, wo soll das enden? Aber warum ist das so? Weil eben alle nicht die Sinnfrage versuchen, einmal zu klären. Und wir haben doch die Möglichkeit, weil wir den Liebesbrief Gottes in Händen haben. Es gibt so viele, die sagen einfach, oh, ich bin auf der Welt, um meine Pflicht zu tun. Und wenn ich dann frage, was ist denn deine Pflicht? Ich kann nur zwei Dinge nur in den Raum stellen, der Zeit wegen. Zum Beispiel ist es meine Pflicht, so sehe ich das, dir zu sagen, dass Gott dich sehr lieb hat, dass er für dich schon Vorkehrungen getroffen hat, dass du einmal in der Wohnung ewigen Friedens eine Daueraufenthaltsgenehmigung hast. Und Nietzsche hielt es für seine Pflicht, Gott für tot zu erklären und sagt, wir haben ihn umgebracht. Seht ihr mal, welch ein gewaltiger Unterschied, wie prekär die Gegensätze sind, die hier schon auftauchen. Meine Pflicht ist zu sagen, Gott hat dich lieb, du darfst zu ihm kommen, er wartet auf dich. Und Nietzsche hat gesagt, Gott ist tot. Er war Pastorensohn. Wo mag er dieses Gift geschluckt haben, das ihn kaputt machte? Und er ist nicht heil geworden, trotzdem, dass er vieles wusste. Denn am Schluss seines Lebens, hat Nietzsche gesagt, die Krähen ziehen schwirren Flug zur Stadt, bald wird es schneien. Weh dem, der keine Heimat hat. Und aus der Resignation seiner Aussage hört man, wie der Mann verzweifelt ist, weil er als begabter Denker an der Sinnfrage vorbeilebte. Schrecklich. Adolf Eichmann hat es sogar für seine Pflicht gehalten, 6 Millionen Juden zu vernichten. Habt ihr seinen Gerichtsprozess gelesen? Der hat getan, als wenn das eine Bagatellsache wäre. Der hat sich einfach verteidigt und sagt, ja, ich habe doch nur meine Pflicht getan. Das war aber eine grausame Pflicht. Wer hat ihm diese Pflicht denn auferlegt? Doch satanische Menschen. Hätte er nach Gott gefragt, hätte er keiner Fliege was getan. Denn der Gott der Bibel sagt, du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst deine Feinde lieben, du sollst nicht töten. Wir richten uns doch gar nicht nach dem Programm Gottes. Deswegen geht unser Leben ja so abwärts und wir landen in einer Sackgasse, aus der es nie wieder ein Entfliehen gibt. Ihr Lieben, wie viele Menschen sind verzweifelt, weil sie die Sinnfrage nicht klären. Wer kennt sie nicht? Diese wehmütig traurige Mädchenstimme, die oft zu hören war, wenn sie das Lied sang, schluck doch deine Sehnsucht herunter.
Wisch dir doch die Angst aus dem Gesicht. Frag doch nicht, warum alles so ist, wie es ist, denn auch die Großen wissen es nicht. Verzweiflung. Ihr Lieben, wie viele Lieder, die die Kinder der Welt singen, sprechen von Verzweiflung, von Ratlosigkeit, von Hoffnungslosigkeit. Natürlich wird in der Welt auch die Liebe besungen. Aber soweit sie besungen wird, ist es falsch verstandene Liebe, sondern ist es teilweise nur das Ego zu befriedigen. Weiter bedeutet ja die Liebe in der Welt nichts. Die Liebe Gottes ist eine verschwendende, dem Andern zugesprochene Liebe. Und der Liebestrom Gottes hört Gott sei Dank nicht auf in alle Ewigkeit. Darüber darf man froh sein. Maria Callas hat gesagt, seit 23 Jahren singe ich. Ich habe keine Lust mehr, immer mit einem blutenden Herzen lächelnd auf der Bühne zu stehen, eine Show zu machen. Und im tiefen Innern sah es anders aus. Ich habe keine Lust mehr, ich mache Schluss, sagt sie. Und wie viele gibt es von diesen Leuten? Marilyn Monroe hat gesagt in ihrem letzten Interview, ich bin es leid, ich bin noch nie glücklich gewesen. Ich werde aus dem Leben aussteigen. Sie hat's getan. Es ist schlimm. Es ist schlimm, dass wertgeschätzte Menschen, die Gottes Ebenbildlichkeit tragen, die in Gottes Programm für die Herrlichkeit vorgesehen waren, sich selber um die Herrlichkeit, um die Ewigkeit betrogen haben, weil sie die Sinnfrage nicht klärten. Wer kennt nicht noch Irma Baltutis, die früher, als wir noch DDR hatten, oft über den Sender Leipzig gesungen hat? Und es war geradezu eine Ironie, wenn man an ihr Lebensende denkt, denn sie hat oft das Lied gesungen, sage doch Ja zum Leben. Was tut sie? Sie wirft es weg, sie steigt aus, weil die Sinnlosigkeit sie erfasst hat. Ihr Lieben, unser ganzes Problem liegt einzig und allein in der Loslösung von Gott. Und deswegen müssen wir zur Lebenszentrale zurückkehren. Wir sind durch den Sündenfall ohne Ausnahme von Gott abgeschnitten. Gott macht uns das gar nicht zum Vorwurf. Denn Gott hat uns ja lieb. Er macht uns zum Vorwurf, dass wir seine Liebe permanent von uns schieben und sie gar mit Füßen treten, wenn sie uns vorgestellt wird. Das kann Gott uns zum Vorwurf machen und macht er auch. Erst wenn Jesus Christus der Inhalt meines Lebens wird, dann hört die Sinnlosigkeit auf und ich werde in die Sinnerfüllung hineingestellt und kann dann glücklich sein. Von Natur sind wir nicht Kinder Gottes. Dieser Gedanke hat sich sehr breit gemacht in einem christlichen Land. Was meint ihr, wie oft ich in den 26 Jahren, wo ich laufend mit Menschen zu tun habe, wie oft ich das gehört habe, wir sind doch alle Kinder Gottes. Wir beten doch alles Vater unser. Ja, ihr Lieben, das ist schlimm genug, dass wir das beten. Das darf ja nur, wenn überhaupt, obwohl das das Reichsgebet Gottes ist, aber wenn überhaupt, dürfen das doch nur Kinder Gottes beten. Es darf doch kein nicht wiedergeborener Vater unser beten. Der belügt sich doch selbst. Der ist doch gar nicht unser Vater. Der ist unser aller Gott und Schöpfer, natürlich. Aber Vater wird Gott in dem Augenblick, wo ich unter dem Kreuze Jesu mein Ich entthronen lasse und lass auf das Stellpult meines Herzens den Herrn Jesus als Herrn regieren. Dann macht er mich zu einem Kind Gottes und dann kann ich aber geliebter Vater sein, bis dahin überhaupt nicht. Und das müssen wir einmal sehen, weil ja in diesem Trugschluss, in diesem Gedankengang, weil ja bei fast allen gottesdienstlichen Handlungen, wird ja immer wieder allen abverlangt, dann wollen wir miteinander beten. Und dann geht das los, Vater unser. Wisst ihr, Pastor Wilhelm Busch hat einmal gesagt, es war in der Soldatenzeit, dann hatte der pfiffige Unteroffizier gesagt, an dem Sonntag hatte diese Gruppe hatte Gottesdienst. Dann hatte der Unteroffizier gesagt,
Wir gehen in Bank 3, alle rechts ein, stellen uns dann auf, wie sich das für Preußens gehört natürlich, nehmen den Helm ab, schauen 5 Minuten in den Helm und setzen uns. Das heißt, dass die Leute in der Kirche sagen, oh, was haben wir feine Soldaten, da müssen wir auch einen Krieg gewinnen. Guck mal, wie die alle andächtig beten. Dabei haben die nur bis 15 gezählt. Hatte der Unteroffizier ihnen gesagt, zählt er bis 15, langsam wie ihr das gewöhnt seid und dann setzt ihr euch. Das war wunderbar gekonnt. Die setzen sich tatsächlich wie an einem Faden gezogen, alle gleichmäßig hin, weil sie so gezählt hatten. 15 saßen sie alle. Und dann haben die Leute gedacht, oh, wenn wir noch so Soldaten haben, die so treu beten, dann wird wohl klappen. Ihr Lieben, klappt nichts. Die haben Unsinn gemacht, die haben eine Show gemacht in der Gegenwart Gottes. Und wir können um Gottes Barmherzigkeit und Gnade und Liebe und Güte nur danken jeden Tag, dass er bei solchem Schwindel nicht dazwischen fährt und ein Ende macht. Wenn wir ihn so provozieren und solchen Unsinn vom Stapel lassen. Von Natur sind wir nicht Kinder Gottes, aber Gott möchte, dass wir Kinder Gottes werden. Und deswegen schreibt Johannes den wunderbaren Vers. So viele ihn, den Herrn Jesus aber aufnahmen, annahmen, denen gibt er das Recht, Kind Gottes zu sein. Wisst ihr, das ist sinnvoll. Da fing für mich überhaupt erst ein sinnvolles Leben an, als der Jesus in meinem Herzen das Sagen hatte. Als ich meine Eigenwilligkeit, mein Ich, meine Querelen, die ich auch den Eltern gegenüber gemacht habe, als ich endlich wusste, Schluss damit. Ich bin auf dem breiten Weg ins Verderben und ich möchte nicht ewig verloren gehen. Habe ich kapituliert in einer Stunde wie diese. Nicht im Zelt, in einem Saal. Aber wo immer wir kapitulieren, spielt ja keine Rolle. Hauptsache, wir wissen jetzt, wo es lang geht und haben die Sinnfrage geklärt, denn die ist unheimlich wichtig. Wir sind von der Urkatastrophe alle von Gott weggerissen, ohne Ausnahme. Und der eine ist mehr durch den Sündendreck geschleift worden wie der andere. Da gibt es schon Unterschiede. Aber wir sind alle auf der falschen Seite. Die Frage nach dem Sinn, die hat natürlich die Maria Magdalena unwahrscheinlich beschäftigt. Denn ihr Leben war wahrlich sinnlos. Wir haben vorhin gehört, in ihr wohnten 7 böse Geister, Dämonen genannt. Es wird nicht gesagt, wo sie sich infiziert hat, wie die Dämonen in ihr Leben gekommen sind, aber ganz gewiss hat diese Frau sich mit Okkultismus beschäftigt. Es gibt ja viele, die das heute auch tun. Die gehen zum Kartenleger, zum Wahrsager, die lassen pendeln und was es nicht alle gibt, den ganzen Hokuspokus mit all den Angeboten des Teufels, die Horoskope, und keine Zeitung kann existieren, wenn sie nicht Horoskope bringt. Und warum bringt sie Horoskope? Wer keinen Glauben hat, das heißt sinnlos lebt, der verfällt dem Aberglauben. Denn ohne Glauben geht es nicht. Dann glauben wir eben, wenn wir den großen Gott nicht glauben, dann glauben wir halt an eine schwarze Katze, die von rechts nach links über die Straße läuft. Ihr Lieben, wir sind wirklich arme, arme Menschen geworden und das in einem christlichen Abendland, dem Volk der Reformation. An die schwarze Katze glauben und was nicht alles, Hufeisen. Schaut einmal die Autofahrer, die allen Hufeisen haben. Wenn man fragt, warum machst du das Ding denn da vorne an die Kühlerhaube, vergammelt das ganze schöne Auto. Nein, da kann ich nicht fahren, das verunglücke ich. Sucht euch mal ein Flugzeug, wo ein Platz 13 oder Reihe 13 ist, gibt's nicht. 12, 12a, 14. Es gibt kein Hotel mit Zimmer 13. Warum nicht? Weil es ewig leer steht. Kann sich der Hotelier nicht erlauben. Zimmer 13 fehlt. Wisst ihr, was eigentlich mich stutzig macht? Beim 13. Monatsgehalt habe ich noch nie gehört, dass einer sagt, aber 13. Monatsgehalt auf keinen Fall, das bringt mir Unglück. Das nehmen die Leute tatsächlich. Ist doch auch 13. Ist das nicht eigentümlich, was wir Leute alle machen? Aber so sieht das aus. Die Maria Magdalena hat ein furchtbares Leben. Sie hat gelitten, sie war gequält, es war einfach grausam. Aber dann kommt der Jesus in ihr Leben, treibt die bösen Mächte weg und die Sinnlosigkeit hat ein Ende gefunden. Und sie kommt in die Sinnerfüllung hinein. Oh, was war das eine Stunde. Aber nun ist der Jesus gestorben. Ach, das hat sie miterlebt. Der mir geholfen hat,
der mir Lebensfülle, Lebenssinn, Lebensinhalt gab, ist nicht mehr. Aber weil sie so viel durch und mit ihm erlebt hat, will sie ihm den letzten Liebesdienst tun. Da gehen die Frauen am Ostermorgen zum Grab. Sie wollen den Leichnam Jesu einbalsamieren. Das Letzte, was sie für den, den sie über alles lieben, tun können. Und wie sie nun zum Grab kommen, sind sie ganz erstaunt. Das Grab ist leer. Da sitzt ein Jüngling mit weißen Kleidern angetan und sagt, was sucht ihr denn Lebendige bei den Toten? Der ist nicht hier, der ist auferstanden. Sie waren in panischer Angst. Sie haben sich Sorge gemacht. Sie hatten vorher schon die Probleme und sagt, wir wälzen uns den Stein von der Türe weg. Drei stabile Frauen hätten den Stein nicht wegbekommen. Aber als sie ankommen, ist der Stein weg. Wie ist der denn weggekommen? Gott hat ja auch noch Lichtesengel, die nennt man dienstbare Geister, die sind ausgesandt, um deren Willen, die die Seligkeit erben sollen. Und jetzt schickt Gott einen Lichtesengel. Und dann hätte ich beinahe gesagt, der kam angebraust, nimmt den kleinen Finger, gibt dem Steinschubs, weg, Grab ist frei. Und wenn wir jetzt den Engel fragen würden und ihm sagen würden, aber hör mal, du, da stehen aber Germanen vorm Grab, die halten Wache, damit nur ja keiner diesen Jesus, der da gestorben ist, aus dem Grabe holt. Dann lächelt der Engel und sagt, Soldaten, da habe ich nichts mit zu tun, die stehen bei mir gar nicht auf dem Programm. Ja, aber hast du denn bei Pilatus nachgefragt? Du kannst doch nicht einfach das Todesurteil des Pilatus annullieren. Der Engel lächelt und sagt, was habe ich mit einem Pilatus zu tun? Ja, aber hast du denn die religiöse Elite Israels gefragt, wie die das einordnen können, theologisch, dass da einer nicht mehr im Grabe ist, sondern auferstanden? Aber was machst du denn mit der theologischen Fakultät in Athen? Wie sollen die denn Auferstehung, die klugen Leute, in ihr Weltbild einbauen? Und der Engel lacht, dass es alle hören können. Und er sagt, Gott stellt die Menschen vor Tatsachen. Und die müssen sie einfach zur Kenntnis nehmen. Und wenn sie sie nicht zur Kenntnis nehmen, dann werden sie am Ende die Zeche zahlen. Nimm einmal zur Kenntnis, Jesus lebt. Und weil er lebt, kannst du nie an ihm vorbeileben. Entweder wird er hier Heiland oder am Ende wird er dein Richter sein. Was möchtest du denn? Ich bin fest überzeugt, in diesem Zelt sitzt keiner, der sagt, ich möchte ihn als Richter erleben. Das bedeutet ewige Verdammnis und ich weiß, dass so viel Eigenliebe bei jedem doch noch zu finden wäre, dass er um seiner eigenen Seligkeit willen nicht seine Tage sinnlos abspult, um dann ewig verloren zu sein, sondern jetzt in Reue und Buße einfach im Gedanken das Kreuz aufsucht, das ja im Mittelpunkt und auf dem Mittelpunkt der Erde gestanden hat. Wer Jesum am Kreuze im Glauben erblickt, der wird heil zu derselbigen Stunde. Probier's aus. Du gehst nach Hause als Erretteter, wenn du weißt, an dem Kreuze trug der Reine meiner Sünde Lohn. Oh, wie liebt mich dieser eine Gottessohn. Und wenn einer dich so liebt, und das ist der Weltenschöpfer, ob du dann so viel Liebe aufbringen könntest, ihn wieder zu lieben? Ich denke doch, sonst hättest du ein versteinertes Herz. Du würdest eines Tages vor dem Weltenrichter erschüttert sein, denn der 29. Juli 91 wird in deinem Film eingebaut, wenn er am Gerichtstag abläuft, du findest diesen Tag wieder. Also brauchst du dir keine Sorge zu machen, wie du dich entschuldigen könntest. Das geht überhaupt gar nicht. Wenn du den Film siehst, weißt du um die Einladung deines Herrn. Hast das Zeugnis von Rudolf gehört? Hast die Einladung der Geschwister im Lied gehört? Da gibt's keine Entschuldigung mehr, sondern wir dürfen das einfach einmal so hören. Nun, natürlich geht Maria Magdalena, sie gehen zu den Jüngern, sie hat ja den Auferstandenen gesehen. Sie glaubte ja zunächst, es sei der Gärtner, sie geht auf ihn zu und sagt, weißt du nicht, wo sie meinen Herrn hingelegt haben? Oh, könntest du das auch sagen? Herr Jesus, mein Herr, mein Heiland. Er darf nicht ein Herr und ein Heiland sein, sondern muss dein Heiland sein. Du musst ihn annehmen. Und nun offenbart sich der Jesus
dann den Elfen, sie saßen hinter verschlossenen Türen aus Angst vor den Juden. Und sie glaubten, als sie die Botschaft der Frauen hörten, glaubten sie nicht. Und dann offenbarte er sich zwei anderen in einer anderen Gestalt, das waren gewiss nach Lukas 24 die Emmaus-Jünger, die ja von Jerusalem nach Emmaus gingen, traurig. Sie gehörten zum erweiterten Jüngerkreis, sie waren vollkommen deprimiert. Der, der uns so viel bedeutete, der unsere Sinnlosigkeit beendet hatte, der uns Lebenssinn gegeben hatte, er ist nun gestorben und begraben. Und jetzt wissen wir alle nicht, wie es weitergeht. Und während sie so traurig nach Hause gehen in Richtung Emmaus, gesellt sich ein Wanderer zu ihnen und sagt, warum seid ihr so traurig? Was führt ihr für Reden miteinander und seid so deprimiert? Und die beiden Emmaus-Jünger sagen, ja, weißt du denn nicht, was da in Jerusalem geschehen ist? Und der Herr tut, als wüsste er von nichts. Und sagt, ja, was denn? Ja, das von Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, groß in Worten und Werken, den hat man doch gekreuzigt. Der ist doch gestorben. Der ist doch begraben worden. Das weißt du nicht. Das ist doch gelaufen von Mund zu Mund. Das war doch überall hörbar. Und dann geht der Jesus mit ihnen. Und von Mose anfangend erklärt er ihnen, was die Schriften sagen über den Christus Gottes. Und als sie in Emmaus angekommen waren und er tut, als wenn er weitergehen wollte, dann betteln sie, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Ihr Lieben, wir haben Weltenabend. Ich wünschte, du könntest heute sagen, o Herr, bald werden die Zorngerichte über die Welt hinweggehen. O Herr, bitte bleibe bei mir am Weltenabend. Ich möchte jetzt Gemeinschaft mit dir haben, um damit abgesichert zu sein für meine Zukunft und Ewigkeit. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Er geht mit ihnen ins Haus. Und als sie nun am Tisch sitzen und Gemeinschaft machen, und wir haben ja vorhin das Wort gehört aus Offenbarung 3,20, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Türe auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm machen. Innige Gemeinschaft, Tischgemeinschaft. Und als sie nun da sitzen und er dankt und bricht das Brot, da auf einmal wird es ihnen klar, es ist der Auferstandene. Und dann war er verschwunden. Er konnte ja mit seinem neuen Material als der Auferstandene Christus durch verschlossene Türen gehen. Das ist das Material, was alle Kinder Gottes einmal kriegen, wenn sie Geistleiblichkeit bekommen. Da werden wir herrliche neue Geschöpfe sein mit einer neuen Behausung. Die alte wird ja sterbensmäßig abgelegt oder bei der Entrückung verwandelt werden in einem Nu. Aber wir bekommen eine neue Behausung, die das Material des auferstandenen Christus hat. Und der Einzige, der einmal in der Mitte Gottes als die Leucht und das Lamm steht, ist der Herr, der durchgrabene Hände und Füße und eine geöffnete Seite hat. Während wir in strahlender Schönheit neue Geschöpfe geworden sind, zeigt er uns, damit wir es nie vergessen, durchgrabene Hände und Füße als die Dekorationsmerkmale seiner Liebe zu uns. Ihr Lieben, ich freue mich auf diesen großen Plan Gottes. Ich freue mich, wenn mein Lauf hier auf diesem toten Acker hinter mir liegt. Ich freue mich, wenn ich einmünden darf und in der Gegenwart meines geliebten Herrn die Herrlichkeiten der Erlösung schauen, dass wir aus dem Staunen nie mehr rauskommen. Und ich wünschte, und der Herr wünscht mehr, dass du den Augenblick nicht verpasst. Aber dann musst du endlich einmal deine Schuld an ihn abgeben, einmal aufrichtig Buße tun, einmal um Vergebung bitten und dem Herrn danken, dass er es getan hat. Nun, der Herr hat dann seinen Jüngern die Auflage gemacht, geht hin, predigt das Evangelium aller Schöpfung. Und wer da glaubet und getauft wird, das ist ein Akt, der immer nach dem Glauben geschieht. Die Bibel kennt keine andere Praxis. So du glaubest und getauft wirst, wirst du errettet, wenn du aber nicht glaubst, wirst du verdammt werden. Ohne Glauben hat der Jesus keine Taufe genannt, weil die Taufe ja das Begräbnis, das heißt, was in meinem Herzen durch den Glauben geschieht, mit Christus gestorben, wird in der Taufe
bekannt, dass ich mit ihm begraben bin nach Römer 6, um dann in Neuheit des Lebens zu wandeln. So sagt das die Heilige Schrift. Und ich wünsche, dass wir einfach die Frage nach dem Sinn des Lebens heute klären. Nicht irgendwann, heute. Jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Und heute, wenn du meine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht und komm. Sag Ja zu Jesus. Er wartet auf dich und alles wird gut.